Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mein zweites Weihnachtsvideo. Letzte Woche war das der böse Grinch und heute habe ich mir etwas Schönes, Süßes für euch überlegt. Ich nenne es Zuckerstangen-Weihnachtself. In dem Video zeige ich euch einmal Schritt für Schritt, wie ihr dieses Make-up hier nachmachen könnt, aber auch wie ich diese tolle Zuckerstangen-Süßigkeiten-Haarspange selbst gebastelt habe. Ich hoffe, es gefällt euch und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich starte zuerst mit meiner Lidschattengrundierung von MAC in der Farbe Paintily. Somit hält der Lidschatten den ganzen Tag. Heute verwende ich die Moisture Surge CC Cream von Clinique und verteile die mit meinen Händen im ganzen Gesicht. Ich habe mich heute für den MAC Mineralize Concealer entschieden. Den trage ich zuerst unter meinen Augen auf, danach am Kinn, Lippenherz, auf der Nasenspitze und auf der Stirn. Jetzt sprühe ich zunächst das Fix Plus von MAC auf das ganze Gesicht und verblende es anschließend mit dem Beauty Blender. Um das alles schön zu fixieren, verwende ich mein Transparentpuder von Anna Jacquet. Als nächstes verwende ich die Make-up Revolution Ultra Contour Palette, um meinem Gesicht mehr Bräune und Kontur zu verschaffen. Ich trage es auf die Wangenknochen auf, entlang der Schläfe und am Kinn entlang. Damit die helleren Stellen noch stärker betont sind, verwende ich das gelbe Puder aus der Make-up Revolution Palette. Gehighlightet wird natürlich auch. Ich verwende weiterhin die Make-up Revolution Palette und trage den Highlighter über den Wangenknochen und entlang der Schläfe auf. Dieser Ton war mir etwas zu dezent, deswegen verwende ich noch den silbernen Ton darüber. Aber auch wie immer auf der Nasenspitze, Nasenrücken und auf dem Lippenherz. Weiter geht's mit den Augenbrauen. Ich starte mit dem Brow Powder Duo von Anastasia Beverly Hills, um die Brauen vorzuzeichnen. Um die Brauen stärker hervorzuheben, trage ich anschließend die Dip Brow Pomade auf. Beide Produkte sind in der Farbe Taupe. Damit die Augenbrauen sauberer und definierter sind, verwende ich wieder meinen Concealer und gehe damit unter dem Brauenbogen entlang. Um das alles schön zu fixieren, verwende ich das Clear Brow Gel, ebenfalls von Anastasia Beverly Hills. Kommen wir zu den Augen. Ich starte mit der hellsten Farbe aus der Shine XO BH Cosmetics Palette und trage es auf den gesamten Lid auf. Als nächstes nehme ich die mittlere Farbe von oben und schattiere sie nur in die Lidfalte. Jetzt verwende ich den braunen Ton in der Mitte und trage ihn in den Außenwinkel des Lids auf und verblende es anschließend. Jetzt verwende ich mein grünes Inglot Pigment in der Farbnummer 198 und trage es zusammen mit dem Duraline Gel auf dem unteren Wimpernkranz auf. Kommen wir jetzt zum Glitzer. Ich weiß leider nicht, von welcher Marke das ist. Ich habe es wieder von meiner Nageldesignerin bekommen, aber dieses Pigment ist einfach der Hammer.
Als nächstes verwende ich den NYX White Liquid Liner und zeichne mir einen schönen Eyeliner vor. Jetzt nehme ich den Retro Matte Liquid Lip Color von MAC in der Farbe Feel So Grand und male ein typisches Zuckerstangenmuster auf den Eyeliner. Als nächstes werden noch die Wimpern getuscht. Ich verwende die False Lashes Extreme Black Mascara von MAC. Jetzt kommen meine absoluten Lieblingslashes von MAC, die Nummer 48. Die befestige ich wieder mit dem Wimpernkleber von Duo. Jetzt bemale ich den vorderen Teil der Augenbrauen mit dem weißen NYX Eyeliner und verwende dafür ein Einweg-Augenbrauenbürstchen. Als Rouge nehme ich heute die Farbe Slow Burn aus der Urban Decay Electric Palette. Als nächstes brauchen wir Kunstschnee. Das trage ich als erstes mithilfe vom Duo Wimpernkleber auf die Augenbrauen auf. Jetzt gehe ich rüber zur Wangenpartie und verteile weiterhin den Kunstschnee mithilfe der Wimpernbürste. Als nächstes nehme ich mir eine Zuckerstange. Die schlage ich in kleine Stückchen und klebe die mit Hilfe vom Duo Wimpernkleber punktuell auf die Wangen auf. Jetzt fehlt nur noch der Lippenstift. Ich habe mich für den Rouge Coco Shine von Chanel entschieden in der Farbnummer 84. Um die Lippe sauberer wirken zu lassen, verwende ich die Farbe Banana aus dem Contour Cream Kit von Anastasia Beverly Hills. Somit wäre der Look fertig. Ich zeige euch noch, wie ich meine Haarspangen gebastelt habe. Dafür braucht ihr ein Stück Styropor, Bonbons, ich fand die roten einfach perfekt dafür, eine Zuckerstange, Pralinen mit roter Umverpackung, Vogelbeeren, eine Haarspange, Kunstschnee, Latexmilch, ein Glitzerpigment und eine Heißklebepistole. Wir nehmen das Styroporstück und geben etwas Heißklebepistole auf die Mitte und befestigen die Zuckerstange darauf. Jetzt lege ich mir die Süßigkeiten zurecht und klebe die nacheinander mit der Heißklebepistole fest. Mit Hilfe eines Pinsels streiche ich etwas Latex darüber und streue den Kunstschnee und mein Glitzerpigment darüber. Jetzt nehme ich die Haarspange, gebe etwas Kleber darauf und befestige die von unten fest. So, meine Lieben, das war mein Zuckerstangen-Weihnachtself-Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hallo meine Lieben, jetzt willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch... Ja. In dem Video zeige ich euch einmal Schritt für Schritt, wie ihr dieses Make-up hier hin... Ja, das war's.